Gegenüber von Wiesemann, an der Hauptstraße Ecke Naumbergstraße, hatte lange Jahre das Schuhgeschäft Appelhans ihre Verkaufsräume. Und dies nach vorliegendem Fotomaterial schon seit 1930. Aber zu diesem Häuserkomplex kommen wir später, denn an dieser Stelle wechseln wir auf die gegenüberliegende Straßenseite zu dem Gasthof Ruprecht. Der hier an der Hindenburgstraße, teils versteckt hinter dickem Baumbestand, schon weit vor dem Ersten Weltkrieg nicht nur ein beliebtes Vereinslokal, sondern auch als eine Sommerfrische mit fremden Zimmer bekannt war. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Vereinslokal und der einst so geliebte Tanzsaal, in dem auch Theater gespielt und gekegelt wurde, von der kanadischen Besatzungswehrmacht als Casino und Kaufhaus genutzt. Nach dem Abzug aller Besatzungssoldaten aus Hemer und nach 2003 alle Besitzformalitäten geregelt waren, wurde 2007 mit dem Abriss des gesamten Gebäudekomplexes begonnen. Es sollten noch 3 Jahre vergehen, bis die Elsa-Brandschem-Straße bis hier zur Hauptstraße verlängert wurde. Kommen wir zu Seute. Damit auf dem ehemaligen Firmengelände ein modernes Einkaufszentrum entstehen konnte, musste das gesamte Areal zwischen Elsa-Brandschem-Straße und der Bahnlinie, die mittlerweile die Seutestraße war, abgerissen werden. Seit 1899 befand sich hier, nicht weit von der Innenstadt entfernt, diese durch August Seute gegründete, überregional so bekannte Rohr- und Profilschweißfabrik. Doch mit den Jahren hatte diese Produktionsstätte aufgrund des immer dichter bebauten Stadtzentrums keine Erweiterungsmöglichkeiten. Diese waren aber durch die gute wirtschaftliche Auftragslage unbedingt notwendig. Und so gab man 2010 seitens der Firmenleitung diesen innerörtlichen Standpunkt auf und bezog ein erweiterungsfähiges Gebiet auf dem Gelände der ehemaligen Blücherkaserne, der heutigen Landesgartenschau und späteren Sauerlandpark. So standen schon bald die Bagger- und Abräumungskommandos bereit, um die ehrwürdige Firma Stück für Stück dem Erdboden gleichzumachen. Der gesamte Gebäudekomplex wurde nach und nach ausgeräumt und umgesiedelt. Übrig geblieben sind nur noch Erinnerungen an eine alteingesessene Fabrik mit seiner imposanten Eingangsfront. Außerdem stand neben einigen Wohnhäusern auch die nicht weit entfernte Feuerwache und das leerstehende Bürogebäude der Firma CD Hücking, die übrigens im Zuge der Auslagerung nach Dallinghofen umzog, im Fokus der Abrissaktion. Die große Herausforderung war,
über 10.000 Quadratmeter Wohn- und Firmengebäude logistisch abzutragen, um Platz für das Fachmarktgebiet Mediocenter zu schaffen, ohne den Stadtverkehr nur geringfügig zu beeinflussen oder gar für kurze Zeit lahmzulegen. Der Abriss und die Neugestaltung der ehemaligen Fabrikationsstätte von Seute und der seit langem leerstehenden Feuerwache geschahen fast zur gleichen Zeit mit der Eröffnung der Landesgartenschau. Gerade deshalb sollten und durften die vielen Besucher, die von nah und fern wegen des imposanten Jahresereignisses nach Hemer kommen würden, keineswegs gestört oder gar beeinträchtigt werden. Eine wahre Herausforderung, die nach dem heutigen Wissensstand hervorragend gelöst wurde. Parallel zum Abriss des großräumigen Fabrikgeländes traf auch der Zeitpunkt der Beseitigung der Feuerwehrwache zwischen Bahnhof und Elsa-Brandschirm-Straße. Durch diesen nahen Lebensbereich in der Innenstadt wurde die Sprengung des Schlauchturms eine besondere Herausforderung. Nachdem von den einzelnen Gebäuden die Verkleidungen entfernt und die einzelnen Hallen mit den darüberliegenden Büroräumen geräumt waren, stand am 17. Juli 2010 der Sprengung des Turms nichts mehr im Wege. Viele Bürger der Stadt hatten sich auf dem Parkdeck von Edeka oder an der neuen Seutestraße im sicheren Abstand aufgestellt, verfolgten die Vorbereitungen und waren irgendwie gespannt auf die eigentliche Sprengung. Es war ja auch nach den Vorbereitungen und der Eröffnung der Landesgartenschau wieder einmal ein städtisches Ereignis, das auch Bürgermeister Esken gespannt verfolgte. Nur wer näher an den Aktionsort herankam, sah, wie sorgfältig und sachkundig die Vorbereitungen von der Iserlohner Firma Witzgal für die Sprengung vorgenommen waren. Als letztes musste nur noch die Elsa-Brandström, Bahnhof und Hauptstraße gesperrt werden. Und der Sprengungsakt konnte vollzogen werden. Noch ein paar fachliche Gespräche und pünktlich um 16 Uhr ertönte das Achtungssignal. Nur wenige Minuten danach, nach einem lauten Knall, senkte sich der Turm genau wie vorausberechnet in gegensätzlicher Richtung der kurz vorher gesperrten Bahnhofstraße. Wie gesagt und gezeigt, ein Knall und das Wahrzeichen der Wache fiel in Schutt und Asche. Nun waren alle Voraussetzungen bestens erfüllt, dass alle Schuttreste schnellstens beseitigt und die schon lange leerstehenden Wohngebäude abgerissen werden konnten. Natürlich mit einer Dokumentation für die Nachwelt.